Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Subnautica. Wir sind wieder da und wir haben in der letzten Folge ein paar Dinge getan und zwar... Huch, Alter, hab ich so nah vor der Fensterscheibe geparkt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. wir haben das Aquarium ein bisschen ausgebaut, wir haben hier die Schränke sortiert, waren ja zwei sehr lange Folgen, die letzten beiden, wo wir ein bisschen rumgeräumt haben, wo wir ein bisschen umprobiert haben, ein bisschen umsortiert, ein bisschen hin und her geräumt, hast du nicht gesehen, pipapo. Wir haben folgendes Problem. Unser Aquarium ist infiziert. Das ist nicht so geil. Ich habe diese einen Fische ausgesetzt, die infiziert waren und die haben jetzt das gesamte Aquarium angesteckt. Es ist nicht so geil. Ich werde jetzt erstmal folgendes tun. Moin. Ich nehme mal die beiden Knuddelfische mit. Ja, ich nehme mal die beiden Knuddelfische mit. Krabbenkalmar. Ich nehme mal die beiden Knuddelfische mit und pack die mal oben in unser anderes Aquarium. Kann ich die hier reinsetzen? Ah, aber natürlich nur, wenn genug Platz ist, ne? Hier ist kein Platz mehr. Hier ist nur ein bisschen Platz. Okay, die sind zu groß für das Aquarium. Scheiße. Okay, gut, es hat ja auch jemand gesagt, ich soll die mal draußen aussetzen. Das machen wir gerade mal ganz kurz. Ich hoffe, die hauen nicht ab. Warte mal. Wir setzen den mal aus. Spiele mit dem Fisch. Was, spielen? Oh mein Gott, ist der cute. Aber ich kann ihn nicht mehr... Ich kann den nicht mehr einsammeln jetzt, ne? Wenn ich jetzt wegschwimme, folgt er mir? Oh ja, tatsächlich, der schwimmt mir hinterher, aber ich kann den nicht mehr aufsammeln. Nee, ich kann den nicht mehr aufsammeln. Okay, das ist aber kacke jetzt. Okay. Das ist blöd. Jetzt ist er weg. Also, weg ist er nicht. Der wird wahrscheinlich hier in der Nähe bleiben, ne? Weil der uns ja folgt. Aber... trotzdem ein bisschen blöd. Ja, die ganzen Fische hier sind halt alle krank, ne? Die sind halt alle irgendwie nicht mehr so ganz... fit. Das heißt, wir müssten eigentlich alle Fische, die infiziert sind, mitnehmen. Okay, ich glaube, die Exploderfische sind nicht krank. Der hier schon. Der auch. Der auch. Gott, die sind ja alle krank. Die sind ja alle krank. Das Kalmar-Ei nehme ich auch mal mit. Kalmar-Ei hört sich immer an wie Kalmar-Ei, ne? Oh, Inventar ist voll. Ja, dann lass mal die Fische aussetzen, die krank sind. Ich hoffe, das ist eine gute Idee, den Krabbenkalmar jetzt hier rauszulassen, ne? Bin mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Ich speichere mal ganz kurz, bevor ich das mache. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, ihn hier direkt vor der Haustür rauszulassen. Aber wir probieren es. Ich habe den Krabbenkalmar ja gar nicht mitgenommen. Okay. Aber warte mal, den Spatenfisch, die können wir alle fallen lassen. Oh. Das Problem ist natürlich, die stecken natürlich auch andere Fische wieder an, ne? Warte mal. Ich tue jetzt etwas, was ich eigentlich nicht so gerne tue. Aber sie sind krank. Wir lassen sie in das andere Aquarium. Wir haben da noch so ein Aquarium, das besonders für kranke Fische geeignet ist. Die werden da drinnen geheilt. Das ist ein sehr spezielles Heilungsverfahren, das die da bekommen. Sie werden quasi gewaschen, wie ihr seht. Nur die werden gewaschen... und denen geht's dann wieder gut. Ja. So, dann lassen wir die auch mal raus. Yo, viel Spaß, ne? Wie gesagt, Problem ist halt, der wird halt wahrscheinlich andere Fische anstecken, ne? Das ist halt blöd. Mich ärgert es ein bisschen, dass ich den Knuddelfisch nicht mehr einsammeln kann, ne? Das finde ich ein bisschen doof jetzt. Okay, was willst du machen? Gut, ich traue mich nicht, den Krabbenkalmar rauszulassen, ne?
Ich habe da ein bisschen Respekt vor, ehrlich gesagt. Da ist noch ein, Kranker, da ist noch ein Kranker. Wie sieht's bei den Kollegen hier aus? Da ist alles gut. Hier ist auch alles gut. Da ist noch ein kranker Fisch. Nein, mein Inventar ist voll. Warte mal, ich lasse den Knuddelfisch mal wieder hier raus. Einen würde ich auf jeden Fall gerne behalten, dass der hier bei uns zu Hause bleibt. Ja, die schwimmen halt jetzt mit den Exploder-Viechern da rum, ne? Aber ist auch egal. Greift mich der Krabbenkalm an. Wenn ich den jetzt rauslasse, ich muss was trinken. Haben wir Wasser dabei? Nein. Greift der Krabbenkalm mich jetzt an, wenn ich den jetzt hier rauslasse? Habe ich jetzt ehrlich gesagt ja nicht so wirklich Bock drauf, ne? Wenn ich ganz ehrlich sein soll. Hört sich an wie ein Soda-Stream. Na, schauen wir mal. Ich schwimme mal ein bisschen weiter nach hier vorne. Huch! Wenn ich den jetzt hier rauslasse, ich weiß nicht, ob der mich angreift, ne? Ich speichere nochmal. Oder wie wohl der sich hier allgemein fühlt. Greift er mich an? Hey, Bro. Okay, cool findet er mich scheinbar nicht. Na, vielleicht haut er ja ab. Vielleicht haut er ja einfach ab. Und bleibt nicht hier. So, ich lasse den Rest auch mal raus. Wie gesagt, Problem ist jetzt halt... Wobei, ich lasse den nicht raus. Komm mal her. Komm mal her. Die kommen alle bei uns in die Waschmaschine. Kapi. Da ist auch noch einer. Das mit dem Knuddelfisch ärgert mich jetzt ein bisschen. Kann man den irgendwie wieder einsammeln? Schreibt mir das mal bitte gerne in die Kommentare, ob man den wieder einsammeln kann. Finde ich ein bisschen... Oder konnte ich den jetzt noch nicht einsammeln, weil mein Inventar vielleicht voll ist? Achso, der Sandhai. Ja, den haben wir ja auch noch, ne? Ach, guck mal. Die Waschmaschine ist schon gestartet, ich sehe schon. Können wir das Krabbenkalmer-Ei eigentlich auch da reinpacken, ne? Oder geht das nicht? Ah, es geht nicht, okay. Oder ist zu voll? Ah, ist zu voll. Okay, dann lassen wir das mal bei uns drinnen, dann machen wir das mal irgendwann. Ich gehe gerade nochmal raus und lasse den Sandhai auch nochmal in die Freiheit. Wie gesagt, kann natürlich passieren, dass die jetzt hier unsere ganzen Fische anstecken, aber... Naja. Kann ich auch nicht für, ne? Ja, ich setze dich aus und du greifst mich direkt an, ne? Du bist ja netten. Ich kann das auch lassen, ne? So, der Kalmar fliegt da hinten fröhlich durch die Gegend. Wenn er uns angreift, wird er umgebracht. Da kenne ich nichts. Gleich eins aufs Maul. So, jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen zurechtfinden. Was haben wir denn das letzte Mal gemacht, beziehungsweise was wollten wir tun? Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich wollte jetzt erstmal schlafen gehen in meinem nicht vorhandenen Bett. Ah ja, gut. Schlafen gehen wir also nicht. Wir haben nämlich kein Bett mehr. Wir haben das Krabbenkalmer-Ei, wir haben die Tauschkörper. Das Salz können wir mal in die Salzkiste packen. Das war ja hier, glaube ich, irgendwo. Jo, guten Tag. Wir brauchen neue Batterie für unseren Schwimmdingens. Taschenlampe geht, Scanner geht auch noch. Das ist alles in Ordnung. Wir könnten auch die Batterie vom Konstruktionswerkzeug vielleicht austauschen. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Und ansonsten, glaube ich, müssen wir als nächstes... Ich muss gleich mal gucken, ob wir noch irgendwas haben, was wir tun sollten. Ansonsten würde ich als nächstes einfach gucken, dass wir vielleicht wirklich da unten in diese Höhle da unten reinkommen. Wie sieht es denn mit den Upgrade-Geschichten hier aus? Haben wir... Was haben wir als letztes geupgradet? Haben wir überhaupt schon was geupgradet? Ich glaube ja, ne? So, ich pflanze mal gerade neue Melonen. Und... Okay, das war dumm. Ich wollte die eigentlich essen. Naja. Passt schon, oder? Schmatzgeräusche, ich hasse sie, ne?
So, zwei nehme ich mir mal noch zum Essen. So, zack. Und den Rest pflanzen wir wieder nach. Pam, pam. Geil, und die drei packen wir einfach in den Mülleimer. Ich glaube, wir wollten uns upgraden und dann wieder rübertüdeln, ne? Meine ich. Lass mal gerade die beiden Täuschkörper rüberpacken. Wir nehmen auch die Energiezellen wieder mit. Die sind ebenfalls aufgeladen. Das ist sehr vorbildlich. So. Und dann, warte, zack, einmal hier raus und einmal hier drüben rein. Folgt uns der Knuddelfisch jetzt eigentlich auch hierher? Ah, da vorne ist er. Da vorne ist er. Da schwimmt er. Hui. Süß. Okay, gehen wir mal ganz kurz in den Zyklopen. Welcome aboard. Welcome aboard. So, packen wir mal die Täuschkörper hier rein. Das ist, glaube ich, ganz nice. Die Vorräte soweit waren, glaube ich, so gut wie leer, ne? Gold können wir noch mit rübernehmen. Was haben wir hier noch drin? Ein Rubin nehmen wir noch mit rüber. Das ist auch leer. Das ist der falsche Spind. Aber der ist auch leer. Okay, perfekt. Der hier ist auch leer. Meine Herren, was haben wir in der letzten Folge alles geschafft? Hier sind die Energiezellen drin. Hier ist auch leer. Und hier ist auch leer. Fantastisch. Okay, hier ist das Tiefenmodul. Müssen wir gleich mal gucken, welches Tiefenmodul wir da drin haben. Und was wir hier für ein Stuff schon reingepackt haben. Wir haben... Ach, wir haben das Schildgenerator-Ding, glaube ich, letztes Mal gemacht, ne? Ja, 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 ich erinnere mich. Energiezelle, Energiezelle. Achso, ich kann hier lang. Ich werde es auch noch lernen, keine Angst. Und Energiezelle und Energiezelle. Wunderbar. Wie sieht's hier mit den Erweiterungen aus? Was haben wir hier gemacht? Tiefenmodul 1. Ist das schon das Tiefenmodul, was wir machen wollten? Ja, ne? Pass mal auf, dann löse ich mal alle Baupläne und guck mal gerade für das Krebstiefenmodul 2. Was haben wir da benötigt? Seemotte, Fahrzeugerweiterung, Krebstiefenmodul, Krebstiefenmodul 2. Kyanit haben wir dafür gebraucht, richtig. Das war die Geschichte gewesen. Hier in unserem Zyklopen haben wir schon so ein Tiefenmodul, ne? Oder? Sogar das zweite schon. Gibt es noch ein drittes? Ich glaube, es gibt noch ein drittes, oder? Tiefenmodul Zyklop 3 brauchen wir ebenfalls Kyanit. Okay. Ja, wir müssen gucken, ob wir runterkommen und dieses Kyanit sammeln können. Ich glaube, alles andere wird schwierig. Das heißt, wir müssten da eigentlich wieder zurückfahren. Hin. Also wieder hin und in die Tiefe und versuchen, über diesen Hölleneingang oder Lavaeingang oder zu diesem Dings darunter ein bisschen Action zu machen. Ich glaube, das wäre doch ein Plan, oder? Ich glaube, das wäre ein Plan. Ja. Das sollten wir vielleicht sogar tun. Machen wir auch. Machen wir auch. Wir fahren wieder los. Wir müssen wieder auf Reise. Wir gehen auf Achse. Ich würde dem Knuddelfisch gerne sagen, dass er hier bleiben soll. Ich möchte ihn eigentlich ungern mitnehmen. Ich möchte nicht, dass er stirbt. Wo ist er denn? Unser Knuddelfreund. Da. Okay, bitte nicht mehr folgen. Ich will nicht, dass du stirbst. Guck mal, der Forza ist immer noch hier. So, ihr habt ja gesagt, man kann die Dinge einsammeln, was der fallen lässt, ne? Was ist das? Säurekapsel. Ah, und was kann man damit machen? Mit dieser Säurekapsel? Irgendwas kann man damit machen wahrscheinlich, ne? Bestimmt irgendwie Batterien oder sowas? Irgendwas Cooles kann man damit bestimmt machen. Haben wir hier irgendwie, warte mal ganz kurz hier gucken. Ressourcen, fortgeschrittene Materialien, Gold, Salzsäure, Benzol, Fasergewebe brauchen wir dafür. Elektronische Komponente. Ein Kernbrennstab können wir machen. Wow. Gepökelte Nahrung, das ist es wahrscheinlich auch nicht. Und hier brauchen wir wahrscheinlich auch nichts von, ne? Gravitationsfalle, Raubtiertauschkörper. Täuschkörper, nicht Tauschkörper, Dobi. Hier vielleicht?
Schwimmflossen mit Ladefuß. Ah, das war ja auch nicht schlecht, ne? Das war ja, glaube ich, auch nicht verkehrt. Naja, egal. Okay, wir nehmen uns mal noch hier Medikits mit. Die kann man, glaube ich, immer gut gebrauchen. Ansonsten auf dem Communicator ist nichts. Lass mich nochmal ganz kurz gucken bei Aufzeichnungen. Nicht heraufklären und absteigen, während das Gerät bewegt. Selbstscannen. Ach ja, Selbstscannen, den sollten wir ja auch nochmal irgendwie machen, ne? Infiziert. Oh shit. Wir sind am Arsch. So halbwegs zumindest, vielleicht. Ein bisschen. Oh, Wasser ist fertig. Warte mal, dann nehme ich nochmal ein bisschen Wasser mit. Nee, kein Wasser ist fertig. Ich habe Scheiße gelabert. Okay. Ich packe das Gold nochmal eben in die Kiste und dann fahren wir los. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken, losfahren und Spaß haben. Die Goldkiste ist voll. Alles klar. Scheiße. Rubin? Okay, Rubinkiste ist wenigstens nicht voll. Können wir da noch was reinpacken. Was mache ich mit dem Kalmar-Ei? Was machen wir mit dem Kalmar-Ei? Ich habe keine Ahnung. Wir haben hier auch noch irgendwo Batterien, glaube ich. Jo, hier. Und wir könnten natürlich auch wieder eine Tafel und so ein bisschen was von dem Zeug hier mitnehmen. Eine orange Tafel und eine lila Tafel nehmen wir mit. Wer weiß, was wir vielleicht unterwegs finden. Medikits, glaube ich, nehme ich mal drei mit. Das passt schon. Hier zu Hause bringen die uns sowieso nichts. Wir brauchen die hier nicht. Wir hatten bei Ausrüstung, glaube ich, noch unseren Greifhakenarm dabei. Genau, den sollten wir auch vielleicht mal dringend mitnehmen. Ansonsten von dem ganzen Stuff hier brauchen wir eigentlich nichts. Eine Thermalklinge, wir könnten die Schubkanone mitnehmen. Ich wüsste aber nicht, warum wir die brauchen sollten, ehrlich gesagt. Oder wofür. Ich wüsste nicht, wofür wir die brauchen. Dementsprechend lassen wir die einfach mal da, wo sie ist. Wasser ist leider noch nicht fertig. Ansonsten, Aquarium ist alles easy. Wir haben einen kleinen Knuddelfisch da drin. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. und ansonsten noch keine infizierten Fische mehr. Vielleicht finden wir unterwegs ein paar Eier. Das wäre ganz schön. So. Wo ist denn der Krabbenkalmer hin? Ich glaube, der ist weg. Hab ich keinen Bock mehr drauf, hat er sich gesagt und ist einfach abgehauen. Ihr könnt mir alle mal den Buckel runterrutschen. Ach, ich liebe die Dialoge in The Witcher, ne? The Witcher ist sowieso ein absolut maximal geiles Spiel. Richtig nice. So, Beleuchtung aus und... Ach, da unten ist der Kalmar, guck mal. Einmal speichern. Und dann geht's los. Die Frage ist natürlich, bevor wir jetzt losfahren, wo fahren wir hin? Pilze... Du wirst uns jetzt wohl angreifen, oder? Arschloch. Eingang Lost River, da fahren wir hin. Oder? Oh, warte mal. Was haben wir denn sonst noch so? Warte mal, Aufzeichnungen, Datenbank. Hier, Signalmanager. Was haben wir hier? Seemotte, Rettungskapsel, Krebs, Boje, geile Loot-Tour, Rettungskapsel. Ich glaube, diese ganzen Rettungskapsel haben wir schon abgefrühstückt, ne? Wir haben auch, glaube ich, alle Legacy-Basen irgendwie schon erkundet. Ich glaube, unser nächster Schritt, also ihr könnt mich ja gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, unser nächster Schritt ist es tatsächlich, runterzugehen auf Lava-Level. Wir brauchen Kyanit, damit wir noch mehr Tiefenmodule bauen können. Ich würde jetzt einfach mal sagen, das wäre jetzt so der nächste Schritt. Wo ich sagen würde, yo, der ist es, oder? Wie gesagt, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Wir fahren diesmal hier rum. Kalmarino, du lässt mich bitte in Ruhe, ja? Du machst nichts, sonst kriegst du aufs Maul. Was ist der auf die Fresse Blues? Eingang Lost River, da wollen wir hin. Speicher nochmal. Kann natürlich immer sein, dass wir unterwegs ein Tierchen treffen, das uns vielleicht töten möchte. Das passiert in dem Spiel leider ziemlich oft. Joa, und ansonsten gehen wir wieder ein bisschen auf Reise. 1300 Meter können wir mit dem Ding runter. Mal ganz kurz. Ich mach das Tauchboot, ich mach den Motor gerade nochmal ganz kurz aus. Warte mal.
Lass mich mal ganz kurz gucken mit unserem Krebs, ne? Nicht, dass ich jetzt Scheiße baue. Okay, 1300, alles klar. Mauf! Okay. Passt. So. Okay, ich wollte noch mal ganz kurz checken, dass wir auch wirklich das Tiefmodul das Richtige haben für den Krebs. Aber das nächste können wir ja sowieso noch nicht bauen, ne? Das nächste können wir ja sowieso noch nicht bauen, das nächste Tiefenmodul. Von daher sind wir, glaube ich, hier schon ganz richtig unterwegs. Alter, diese Psychomucke, ne? Die scared mich aber schon ein bisschen. Scarehard. Oh, ich muss mal die Kamera benutzen, dass wir ihn irgendwo gegen ditschen. Ich überlege gerade, brauchen wir die Metallteile da unten? Brauchen wir Titan? Engine powering down. Ich meine, ganz ehrlich, wir können mit dem Zyklopen so viel mitnehmen. Man kann nie genug Titan haben. Ich sag's euch, wie es ist. Man kann nie genug Titan haben und wir finden sogar noch so ein komisches Ei hier. Guck mal. Ein Pirscher-Ei. Vielleicht ist der Pirscher ja mal nicht... Vielleicht ist der Pirscher ja mal nicht angegriffen oder infiziert oder so. Dann können wir den nämlich auch bei uns zu Hause behalten. Das wollte ich jetzt nicht. Hier lag doch gerade so viel Metallschrott rum, oder nicht? Hä? Bin ich jetzt blöd? Ah, hier. Der It is. Da. Und da. Und... Metallschrott. Inventar voll? Oh. Ich bin so ein 100er Profi, ne? Meine Güte. I'm so amazing. Ich bin so ein Pro-Player einfach, ne? Einfach so ein maximaler Pro-Player. Ich pack mal die Medikits hier mit rein. Ein bisschen Wasser haben wir dabei. Das ist gar nicht mal so schlecht. Was jetzt brauchen, weiß ich nicht. Aber wir haben es dabei. That's important. Pirscher-Ei packe ich mal hier rein. Das Krabbenkalmer-Ei, das können wir vielleicht irgendwo aussetzen, wenn wir jetzt eh unterwegs sind. Den Stuff hier packe ich hier rein. So. Ich packe auch mal die Säurekapsel hier rein. Die lege ich da mal nicht rein. Und den Metallschrott können wir eben schnell zu Dingens verarbeiten. Zu Titan. Und dann haben wir den Stuff schon mal. Wie gesagt, wir können so viel mitnehmen hier. Warum sollten wir es nicht tun? Es wäre dumm, es liegen zu lassen. Und dann sitzen wir zu Hause und sagen, oh, wir müssen Metallschrott sammeln. Ich meine, ganz ehrlich, was wir haben, haben wir. So. Titan. Und ich glaube auch, dass wir Titan sowieso gebraucht haben. Ich bin mir jetzt zwar nicht mehr so 100% sicher gerade, aber ich dachte schon, dass wir Titan gebraucht hätten. Wie auch immer, wir nehmen es mit. Salz brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Seegleiterfragment. Bringt Titan, ne? Wir nehmen es mit. Wupp, wupp, wupp. Nice. Oh, was haben wir hier? Noch ein Pirscher-Ei. Ja, nö. 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 Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Da ist noch ein bisschen was. So, jetzt ist hier, glaube ich, unser Inventar voll. Oder? Nee, einen können wir noch. Perfekt. Okay, reicht aber jetzt auch. Reicht aber jetzt auch. Wir gehen wieder zurück. Zack. Und wurbeln das gerade oben einmal und packen es unten in die Kiste und dann können wir auch schon weiter tüdeln. Willst du mal meinen Metallschrott sehen? Ich habe übrigens heute keine Brille auf, weil ich die unten vergessen habe. Ich hoffe, das ist okay für euch. Sieht wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt aus. Aber 100 pro kommen jetzt eh wieder so Kommentare wie, Tori, du hast eine Brille? Ist mir nie aufgefallen. So, und rein damit. Dann ist die Kiste auch gleich schon wieder voll. Geil. That's good. That's very good. So. Powering up. Okay. Ah, ich fahre hier lieber mal ein bisschen langsamer durch, weil hier doch viele
viele Ecken und Konten sind. Was ist das da unten eigentlich? Hm. Ist das eine Höhle da unten? Hm. Glaub nicht. Vorsicht! Aug auf, ich komme! War schon nice aus da unten, ne? War hier nicht auch irgendwo ein Portal? Entschuldigung! Und habe ich eigentlich Signalbojen mitgenommen? Weiß ich gerade ehrlich gesagt gar nicht. Und ich weiß übrigens, dass man die Kameras durchschalten kann, ne? Ich weiß das. Ich, ne, ich bin nicht ganz so ne? Auch wenn ich vielleicht nicht aussehe wie der Hellste, aber so blöd bin ich dann auch wieder nicht. Ich weiß, dass es hier verschiedene Kameras gibt. War das einige, die Kommentare geschrieben haben mit dem Verweis, dass Tobi das nicht gesehen hätte? Doch, doch, ich habe das schon gesehen. Ups. Aber wir haben es halt nicht wirklich gebraucht. Von daher, ich finde die Kamera hier eigentlich schon wirklich am entspannendsten. Ah, wir sind schon bei den schwebenden Inseln hier. Hm, okay, das ging aber schnell. Hallo? Hm, ich glaube, hier waren wir schon, ne? Oh, ich höre irgendwo... Ich höre irgendwo einen fetten... fetten Reaper, der hier rumschreit. Ich hoffe, der bleibt da, wo der Pfeffer wächst. I don't need you. Oh, bin ich gegengeknallt, ne? Oh, war das der Fisch? Sorry, not sorry. Ja, hier rechts höre ich den irgendwo. Wie gesagt, ich hoffe, der bleibt da, wo der Pfeffer wächst. Voll viele haben auch immer gesagt, Tobi, du bist schon 30 Mal an so einem Vieh vorbeigefahren und hast es nicht gesehen. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich habe die wirklich nicht gesehen. Ich meine, das ist auch nicht schlimm. Dann gehen wir mal ein bisschen auf Tauchgang hier. Ich meine, was Tobi nicht weiß, macht Tobi nicht heiß, nicht? Welche Tauchtiefe sind wir gerade? 400 Meter erst, ist ja nix. Das ist ja ein Fliegenschiss. Wir müssen aber noch ein bisschen weiter nach da links tatsächlich. Hi. Mein Gott, hier ist was los. Oh, Vorsicht, Wand. Oh, Vorsicht, noch mehr Wand. warte mal, soll ich vielleicht mal ganz kurz den Sonar aktivieren? Ah ja. Na jo. Vielleicht müssen wir doch noch mal ein bisschen nach oben. Hm. Ja. Ich dachte vielleicht, wir können da easy peasy rumschwimmen, aber das geht leider nicht. Das ist nicht so einfach. Boah, Gottes Willen, hab ich mich gerade erschrocken. Mann! Dumme Kacksau, Fischsau. Boah. Junge, Junge, Junge. So, wie sieht das hier aus? Wo ist denn der Eingang jetzt? Jetzt habe ich den aus dem Blick verloren. Wo wir hin wollten. Ist das der da hinten? Eingang Lost River. Jo, da wollen wir hin. Wo ditche ich ihn da auch entgegen? Ist das der Boden unten? Oh, jo, das ist der Boden. Aber mal fett das Schiff aufgerissen und oh ja, wir können leider nicht weiterfahren. Fett gesunken, geil. Moin, ciao. Mies. Ja, dann würde ich mal sagen, nächste Folge sind wir dann hoffentlich beim Eingang vom Lost River und können wieder ab in die Tiefen gehen.
Genauso machen wir das. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch nächste Folge wieder mit einschaltet. Ne? Morgen geht's weiter mit Let's Play Subnautica. Macht's gut, bis dahin und tschüss.